alte Ruinen. Blick ins Tal und ganz hinten am Horizont Aguilas. Okay, Strom muss auch irgendwo her, also Stromspannungsleitungen haben wir hier reichlich. Noch eine alte Ruine, sehr alte wahrscheinlich. Dort das Haus mit dem auf der rechten Seite. Das ist auch bereits eine Ruine. Die Türen sind teilweise aufgebrochen. Das Haus ist innen drin leer. Naja. Und dahinter das große mit dem runden Turm. Und auch hier oben, da komme ich gleich drauf zurück. Wenn ich wieder zurück in Richtung nach Hause gehe, gibt es einige neue Häuser. Villen sozusagen, mit teilweise großen Grundstücken. Der einzige Nachteil von denen wäre dann, dass sie noch etwas nah an dieser Durchgangsstraße sind, die nach Pulpi führt. Dann schauen wir uns das Haus hier mal etwas näher an. Tja, da sieht man, dass es schon sehr, sehr lange komplett verfallen ist. Finde, sind solche Reste wie von dieser Tür hier. Auch ein wunderschönes Fotomotiv. Da müsste normalerweise hier gleich noch, das werde ich machen, ein schönes. Schön diese Palmen. Das Gebirge im Hintergrund. Hier wieder ein Bachlauf. Der natürlich jetzt komplett ausgetrocknet ist. Und hier ein wunderbarer Blick ins Tal bis zum Meer. Also die Aussicht des Hauses, die jetzt natürlich durch diese Hochspannungsmasten versaut ist, war mal herrlich. Vom Berg durch das Tal schauend bis zum Meer. Da sieht man sogar die Festung von Aguilas. Kaninchen überall. So, und so sieht das hier aus. Es ist wirklich eine wilde, schöne, naturbelassene Landschaft. Wobei ich da unten im Bachlauf schon wieder große Plastikteile von einem Auto, von einer Autoverkleidung sehe. Tja. Eine wunderschöne Strecke fürs Quadfahren. Hier bin ich vorgestern schon runtergefahren, aber hier könnte man quasi bis zur Küste durchfahren, bis zu der Nationalstraße N332, aber so weit bin ich noch nicht vorgedrungen. Auf jeden Fall zum Quadfahren eine wunderschöne Landschaft. Wenn man gerne ganz einsam steht, könnte man hier komplett auf einem waagerechten Stück stehen bleiben zwischen diesen herrlichen Hochspannungsmasten. Allerdings, man hätte fast absolute Stille, ein bisschen von der Straße hört man noch, da oben konnte man die gerade sehen, mit einer fantastischen Aussicht, und sicherlich hier käme niemand, der einen verjagen würde. Das glaube ich nicht. Und wenn ein Einheimischer vorbeikommt, auf dem Fahrrad oder wie auch immer, dann grüßt man freundlich und dann bleibt man auch da, wo man ist, und wird in Ruhe gelassen. Hier ist zum Beispiel eine Möglichkeit, diesen Platz einzunehmen oder auch Stückchen weiter da drüben. Also direkt unter der Hochspannungsleitung stehe ich nicht gerne, aber es ist immer irgendein Aber.
fürs einsame Stehen für einige Tage ist das natürlich ein Traum hier. Aber für so eine Art des Wohnmobiltourismus muss man auch geboren sein. Ohne jegliche Infrastruktur, mitten in der Natur und Stille zu sein. Ich bin kein Geologe, aber das ist irgendein Schiefer hier offensichtlich. Und da gleich auf den Weg runter, da gehe ich hin und werde dann wieder auch zurückkehren, weil hier könnte man noch lange laufen bis zur Küste. Ich habe zwar noch kein Expeditionswohnmobil, aber auf jeden Fall schon mal ein Expeditionsgummistiefel. Und obwohl wir im Moment so 20 Grad im Schatten haben, habe ich die an. Weil wenn man sich hier diese spitzen Steine anschaut, die kann man nicht in Stöckelschuhen laufen hier, diese ganzen Strecken. Das ist wirklich schuhmäßig eine Herausforderung. Das wäre der Hauptweg, den man bis zum Strand quasi durchfahren kann. Das sind ja einige Kilometer. Und hier ist rechts ein Abzweig, wo auch Fahrzeuge schon mal fahren. Ich sehe die relativ frischen Spuren. Und das gucke ich mir jetzt mal an, was es da so gibt hinter der Kurve. Also das geht hier ziemlich nach oben. Es gibt also offensichtlich Fahrzeuge, die dieses hier fahren können. Das können ja nur LKWs sein. Und dann geht's gespannt, ob ich hinter der Kuppe jetzt eine Müllhalde finde oder irgendetwas in Richtung Steinbruch. Also bei der Steigung kann es sich wirklich nur um extremst geländegängige Fahrzeuge handeln. Bin ja sehr gespannt, was mich da hinter der Kuppe erwartet. Also meine Pumpe, die geht schon mal. Aber hier erwartet mich gar nichts Besonderes. Der Weg geht einfach weiter. Da oben ist der Funkturm, den man von mir von zu Hause sehr gut sieht. Von dem ich auch Internet bekomme. Tja, hier ist Stroh. Ein waagerechter Platz, auf dem man gut stehen könnte, aber man kommt mit Sicherheit mit einem größeren Fahrzeug, auch mit einem Expeditionsfahrzeug, nicht unbedingt hin. Bei nahezu 100% Steigung. Tja, und das war's. Das ist eine Tonne mit Wasser und da ist wirklich auch noch Wasser drin. Ich tippe auf einen Schäfer. Hier ist es ziemlich grün auch, wie man sehen kann. Man muss sich jetzt gedanklich diese Hochspannungsmasten wegretuschieren und dann ist das eine schöne Landschaft. Ich weiß jetzt, wozu die Auffahrt diente, um die Baumaterialien für diesen Hochspannungsmasten hierher zu fahren, weil hier sogar, was ich gerade gefilmt habe, diese Durchfahrt geschoben worden, damit man die Baustelle direkt erreichen kann. Jetzt will ich auch den Gipfel hier erklimmen. Und dann geht es wirklich langsam zurück nach Hause. Emma hat Durst. Und so sieht das hier aus. Landwirtschaft, zwei Trecker, die da arbeiten. Ganz im Hintergrund wieder Agilas. Die Plastiklandschaften, die Plastikwelten.
Da geradeaus gibt es eine sehr, sehr große Finca, die komplett leer und entkernt ist. Wahrscheinlich ein Schwarzbau oder ich weiß nicht, was das war. Da war ich auch schon unten drunter und werde die nächsten Tage da reingehen und gucken, was da noch übrig geblieben ist. So, und auf der Seite, da sieht man die Durchgangsstraße nach Pulpi, von San Juan bis Pulpi und die Berge, und da ist die Bahnlinie und auch mein Domizil für die nächsten fast 2 Monate noch. So sieht das hier aus.